Wir sind heute in der Schäfau bei wunderschönem Wetter beim Haus einer Familie. Dieses Haus ist ein neues Haus, ein Einfamilienhaus, und trotzdem hat die Familie Probleme, dass es richtig warm wird. In manchen Räumen wird es zu warm, in anderen zu kalt. Wie und was man hier tun kann und woran das liegt, Zauberwort hydraulischer Abgleich, das sehen wir uns heute an. Dazu haben wir uns den Innungsmeister Andreas Rotter eingeladen. Aber was ist eigentlich ein hydraulischer Abgleich und wofür braucht man ihn? Das ist im Prinzip was ganz was Einfaches. Kann jeder in seinen eigenen Körper nachvollziehen. Dort, wir haben Ohrpumpen, das ist unser Herz, und unser Herz versorgt unseren ganzen Körper. Genauso ist es bei einer Heizung. Die Heizungspumpe versorgt das ganze System mit Wasser. So, und damit das gleichmäßig funktioniert, müssen gewisse Sachen einreguliert werden, damit nicht nur der Kopf oder die linke Hand versorgt wird, sondern auch der rechte Fuß bis zum kleinen Zehen. Sonst haben wir Unterversorgung und in dem Fall würde die Wärmeübertragung nicht stattfinden. Im besten Fall wird der hydraulische Abgleich gleich nach der Errichtung eines Hauses gemacht, denn dann fallen keine Zusatzkosten an. Im Prinzip, wenn du ein Gebäude errichtest, dann muss auch der hydraulische Abgleich beinhaltet sein. Und das ist eigentlich eine Grundvoraussetzung für einen Heizungsbauer. Weil wenn ich weiß, dass ich das Haus berechne, installiere, bevor ich den Thermostatkopf aufgebe, reguliere ich das ein und die ganze Sache ist gegessen. Also pro Heizkreis hätte ich jetzt gesagt 15 bis 20 Sekunden, also Aufwand null. Wenn ich das Gebäude neu erfassen muss, in dem Fall Einfamilienhaus, dann brauchen wir den Energieausweis oder die Heizhausberechnung und dann natürlich die Räume, damit ich die Aufstellung weiß, wo ich die Energie hinschicken muss. Und für das Ganze brauchst du zwischen 5 und 6 Stunden und dann kannst du zum Kunden fahren und die Parameter vor Ort einstellen. Ich hätte jetzt gesagt, so zwischen 350 und 500 Euro bist vorne dabei. Egal ob Wohnung, Doppelhaushälfte, Einfamilienhaus oder Wohnblock, überall wo ein Wärmeerzeuger bzw. eine Pumpe und Ventile zum Voreinstellen vorhanden sind, kann ich einen hydraulischen Abgleich machen. Den Abgleich selbst zu machen, davon rät der Experte allerdings ab. Und wenn er sich mit dem Thema befasst, kann er selber machen, aber meistens ist das die Voreinstellung hinter dem Thermostatkopf oder hinter dem Ventil versteckt. Ja? Und wenn du nicht weißt, was du einstellst, dann machst du manches schlechter als besser. Tat ich nicht. Woran man merkt, dass der hydraulische Abgleich nicht gemacht wurde, ist simpel. In manchen Räumen wird es zu warm und manche Räume bleiben kalt. Also das ganze System ist nicht ausgewogen. Der hydraulische Abgleich verursacht weder Schmutz noch zusätzliche Umbauarbeiten. Anfangen haben wir natürlich mit der Heizungspumpen. Da können die Parameter eingestellt, ob konstant oder variabel. Und natürlich auch die Wassermenge. Das ist das Allerwichtigste, weil die Wassermenge ergibt sich aus der Heizlastberechnung oder auch aus dem Energieausweis, ganz egal, eins von beiden. Im Prinzip ist die Wassermenge an der Pumpe, ist vorne ein Kopf, der ist voll elektronisch, da stelle ich die Förderhöhe und die Fördermenge ein und auch die Regelungsart, konstant oder variabel. In dem Fall Fußbodenheizung auf konstant, damit ich die Druckverluste ausgleichen kann. Dann gehe ich weiter zum Fußbodenheizungsverteiler im Unter- und im Obergeschoss, je nachdem, wo er sich befindet, und stelle dort jeden Raum einzeln ein. Die optimale Raumtemperatur ist Gefühlssache. In Wohnräumen, wo nicht gearbeitet wird, wie dem Wohnzimmer, rechnet man durchschnittlich mit 22 Grad, während in Schlafräumen 16 Grad reichen. Das Feststellen, ob der Ausgleich optimal erfolgt ist, ist einfach. Nach der Durchführung herrscht kein Klucks mehr und alle Räume sind gleichmäßig versorgt. Der hydraulische Abgleich. Nun wissen wir, was er ist und was er kann. Und wir als Salzburger Energieberatung empfehlen diesen wirklich. Denn neben dem, dass er sich wirtschaftlich rechnet, es ist auch ein Komfortgewinn. Und das Leben in einem Haus mit abgeglichener Heizung ist einfach noch angenehmer.